Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir sind noch nicht ganz fertig mit unserem Haus. Wir sind schon ziemlich weit gekommen, aber wir haben hier in der Ecke noch ein kleines Problemchen mit dem Winkel. Der stimmt nämlich noch nicht so ganz. Aber das ist nicht das große Problem. Denn wir können das ja alles nochmal wieder abbauen und wieder neu aufbauen. Und dann schön gerade, bitteschön. Immer dran denken, das Auge ist mit. Ja, wobei eigentlich wäre das so auch nicht schlecht. Nein, 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 nein. Die Idee war hier so ein paar kleine erhöhte Räume noch hinzubauen. Und da wollen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen. Das sollte ja eigentlich, sollte das möglich sein, so etwas zu bauen. Und dann schauen wir jetzt mal. Hier dürfen wir nicht anfangen. Wir müssen schon hier in der Ecke anfangen, aber schön eckig, schön gerade, winklig, schön im Winkel. Nämlich ganz genau so, nur eben etwas höher. Und wenn wir höher damit gehen, dann ist es schon wieder schief. Da müssen wir eben von der Seite gucken. Schauen wir uns das mal von der Seite an und halten schön brav E gedrückt und können dann ja das hier so schön anpassen. So wäre es ja super gerade. Vielleicht bauen wir das einmal an und dann wieder ab. Und setzen es jetzt einfach mit gedrückter E-Taste nach oben. Jetzt ist es ja perfekt gerade, angeblich. Ja, aber jetzt will es nicht mehr. Okay. Anderer Trick. Wir versuchen das mal so. Und setzen dann einen oben drauf. Nein, der dockt nicht an. Also das klappt auch nicht. Das ging ja natürlich, das wäre natürlich viel zu hoch jetzt. Das ist übertrieben. So hoch wollen wir es dann auch wieder nicht haben. Ja, das wird ja so schon ganz gut sein. Sonst müssten wir vielleicht mit einem anderen Objekt irgendwie versuchen, das gerade hinzukriegen. Nur nicht bewegen und höher. Ja, die Höhe wäre schon okay. Wenn das jetzt nur gerade wäre, das ist jetzt nicht mal in der Nähe von diesem... Okay, so einen kleinen Rand würde ich mir ja noch gefallen lassen hier an der Seite. Aber die Frage ist, ist das jetzt wirklich gerade oder... Also so ein kleiner Rand, wenn der gerade wäre, das ginge ja. Warum muss das unbedingt gerade sein? Wir sind doch hier im Ödland, hier ist doch überhaupt nichts gerade. Die schustern sich doch alle ihre Sachen so zusammen irgendwie. Erstmal gucken, ist das gerade? Nicht wirklich, oder? Ich glaube, so wie wir das geplant haben, funktioniert das nicht ganz. Das ist nicht gerade hier. Vielleicht ist das ganze Konstrukt hier schon nicht gerade. Die Bodenplatten auch schon nicht. Ja, doch, die sind ziemlich gerade. Gerade. Ja, das geht. Die Bodenplatten sind gut. Aber warum muss das so eine Erhöhung haben? Ja, weil es schöner aussieht, dann finde ich. Vielleicht wird es ja auch mal ein Balkon so stellenweise, aber wenn man jetzt hier schon so schiebt. Na, wir müssen das nochmal irgendwie gerade hinkriegen. Das kann es nicht sein. Aber das ist doch gerade hier, wenn man hier so guckt. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Dieser Busch stört. Oder wir gucken von der anderen Seite, aber von der anderen Seite war es gerade auch nicht besser zu machen. Okay. Wir machen das dann so hier. Und... Ah, das wäre schon gut, aber... Oh, wir können noch näher. Ja, wir würden näher rankommen, aber dann hätten wir... Dann hätten wir das an der Ecke da hinten versetzt, also an dieser Ecke da. Das muss doch gerade sein jetzt. Okay, das sieht für mich gerade aus. Ach, aber jetzt steht es hier über. Okay. Dann nehmen wir das einfach hier nochmal und setzen das so ein bisschen weiter rechts rüber.
ohne dass wir uns irgendwie drehen oder so. Ist das gerade? Ist das gerade? Nicht ganz. Also ich meine, das ist nicht wirklich ganz gerade. Und wenn wir bis hier hinten hingehen, dann wird das ja immer schiefer. Immer schiefer. Boah. Außerdem steht es an dieser Seite hier immer noch ein wenig über. Obwohl ein wenig wäre jetzt nicht so schlimm. Versuchen wir das mal so. Wo sind unsere Fundamente? Da. Es wird schon dunkel. Das geht aber schnell. Nein, ich möchte, dass das hier oben anschließt. Dort oben. So, genau. Oh, der war zu viel, der letzte. Aber ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Sollen wir... Ja, hier sollte das noch weiter sein. Das sollte hier etwas größer auch sein. Genau wie auf der anderen Seite. Wie ist denn die Maserung? Hier geht das so und hier müsste das dann... Ja, so nicht. Genau so sollte es sein. Nein, anders. Okay, drehen wir das einmal. Ja, 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 ja. Ja, ich denke doch. Das ist doch schon ganz nett. Jetzt passt das hier nicht mehr. Ja, dann steht es ein wenig auf dem Bürgersteig. Aber wenn jemand mit Rollstuhl vorbei will, oh verdammt, dann wird das nicht klappen. Nein. Ja, dann ist es an dieser Seite halt diesmal etwas kleiner. Ja, okay. Das ist immer noch nicht gerade. Nicht so gut. Reicht das denn nicht? Das reicht doch. Das sieht nachher keiner mehr. Wir legen einfach einen Teppich drüber. Und dann sollte das schon klappen. So, da sind die Brahmine. Also bauen wir hier jetzt nicht noch mehr Fundamente dran, sondern wir kümmern uns schon mal ein bisschen um die Wände. So eine Hintertür wäre hier ganz gut. Aber wir müssen das hier ja auch irgendwie zukriegen, hier. Also ist der hier unten zu viel, dieser Zementblock hier. Und wenn wir hier dann so eine Eckwand hinbauen... Aber wie kriegen wir das mit den Wänden und den Höhenunterschied hin? Ach, wir haben zu viel Minecraft gespielt, da würde das gehen. Also mit dem Höhenunterschied nicht, aber da passt das dann irgendwie alles. Höhenunterschied. Ja, jetzt haben wir den Salat. Okay. Ja gut, hier können sowieso nur die dünnen rein. Das war schon gar nicht so falsch. Aber da hätte ich lieber dann Holzwände. Oder die könnten passen. Auch ein bisschen dicker. Ja, die würden ja gut passen. Aber da kann man nichts mehr oben drauf bauen. Ah, nein, die nehmen wir doch nicht. Wir nehmen... Aber warum haben wir das nicht aus Metall gebaut? Oh. Wir haben 200 Folgen nur eingesammelt, damit wir jetzt, ohne uns Sorgen machen zu können, die Siedlungen ausbauen können. Und jetzt sparen wir an Metall. Geht schon los. Ach so, ja, wenn das hier so eine Art Halle werden soll, dann muss natürlich da oben drauf jetzt was. Passt nicht. Okay, das passt nicht ganz. Aber wir können hier um die Ecke. Und da können wir doch hier so eine Ecke. Da gab es doch gerade eine Ecke. Diese Ecke passt aber nur... Passt die auch so?
Nein, die passt nur andersrum. Das ist eine Ecke, die eckt in die andere Richtung eben. Es gibt keine Ecke, die hier in diese Richtung eckt. Na gut, dann werden wir das anders machen. Wir nehmen uns so ein Teil. Mit Fenster. Ich bin immer für Fenster. Da kann man rausgucken. Ja, sowas wäre doch ganz schön. Dann sieht man das Gebüsch da nicht so. Und... oh ja, das ist gut. Naja, das ist nicht 100%ig, aber es ist schon mal ganz schön. Und dann können wir hier eine Ecke dran bauen. Die allerdings dann hier zu ist. Oder bauen wir einen Ausgang nach draußen? Nein, den bauen wir jetzt gleich danach. So, eine Ecke dorthin. Und dann einen Ausgang nach draußen. Das wird nicht funktionieren. So. Außerdem haben wir, glaube ich, hier bessere Chancen hiermit. Einen Ausgang nach draußen. Aber dann ist die Ecke immer offen. Weil wenn man jetzt so guckt, dann hat man da ja eine Ecke nach draußen. Anders geht das, glaube ich, im Moment gar nicht. Moment, da wollen wir aber nicht so etwas haben. Ich hätte gerne was mit Tür gehabt, lieber. Aber das lässt sich im Moment jetzt so nicht realisieren hier. Also nehmen wir hier etwas mit ohne Tür. Und das wäre... ja, was nehmen wir denn da? Eine Wand, aber nicht mit Metall, sondern mit Holz für die Optik. Das Auge ist ja auch mit. Und wir bauen, ja, so etwas dorthin. Oder sowas? Sowas wäre noch besser hier bei dem Brahmin, finde ich. Oder das, das wäre gut, mit Fenster fast. Okay, das ist gut, das soll dahin. Das hätten wir dann gerne einmal. Und daneben, damit es etwas natürlicher aussieht, so etwas. Und dann die Bretterwand. Ja, wunderbar. Super, es wird langsam dunkel, wir können gar nicht mehr so viel jetzt bauen, da wir ja nicht mehr so viel sehen. Wie ist das mit den Brahmin? Haben die hier genug Platz, wenn wir das so bauen? Ah, ich sehe es schon, ja, so langsam nimmt es Gestalt an. Hier vorne kommt dann so schön eine Leiter hin, die dann hier reinführt. Oh ja, das wird schön. Das wird ein richtig schönes Haus. Und groß wird es auch noch zudem. Richtig schön groß. Mit Bühne. Moment mal, wo sind wir denn hier? Das ist Ende des Brahmin-Geheges. Da bräuchten wir auch noch so einen kleinen Zaun, damit die nicht alle durch die Stadt rennen immer. Obwohl, das könnte ruhig etwas größer sein. Dann könnten wir den Zaun da am Haus anbauen. Hier diese Leiter, denke ich, kommt noch weg. Da werden wir dann von hier aus irgendetwas nachher bauen, auf der zweiten Etage. Oh ja, das wird großartig. Das wird richtig... Sanctuary Hills bekommt das schönste Haus. Das wird wunderbar. Aber ich glaube, wir müssen erstmal schlafen gehen, da man in der Nacht hier eben nicht so viel sieht. Leider haben unsere Siedler jetzt gar keine Betten. Die haben wir vorhin alle eingesammelt in der letzten Folge. Und das heißt, wir können schlafen, die Siedler nicht, aber wahrscheinlich liegt schon irgendein fremder Siedler in unserem Bett. Das heißt, wir müssen entweder die ganze Nacht durchbauen oder wir müssen den verscheuchen. Das ist beides nicht so schön. Ich hätte hier ganz gerne doch diese dickeren Teile hingebaut. Könnten wir ja sogar. Sowas dahin bauen, aber dann bitte schön wirklich mit Fenster, wenn es geht. Ja, hier so etwas in der Art. Ja, das wäre ganz nett. Dann machen wir das auch so. Haben wir nur das mit Fenstern? Keine Alternative dazu, nur das hier. Okay, dann nehmen wir auch nur das. Ja, dann machen wir hier so ein Doppelfenster. Ein Doppelfenster. Dann bekommt das Ganze hier noch eine Ecke. Ecken haben wir geschlossene auf jeden Fall auch hier gesehen. Auch aus Holz vielleicht eine geschlossene. Nun gut, so etwas. Das ginge. Und was ist das? So eine halbgeschlossene? Nein. Schon diese geschlossene? Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Und was gibt's dann noch? Noch mehr Fenster hier vorne raus? Ach
also total offen hier an der Seite. Nein, ja, doch, nee. Das Dumme ist, wenn Angreifer mal kommen könnten, obwohl sie in Sanctuary Hills noch nie gekommen sind, dann könnten sie ja hier irgendwelche Brandsätze durchwerfen durch die Fenster. Das wäre schon schwieriger, hier einen Brandsatz durchzuwerfen. Würde aber noch klappen. Dann nehmen wir das erstmal. Und daneben kommt was Zues. Hier hätte ich das gerne zu. Und zwar hiermit zum Beispiel. Dann, wo ist hier der Eingang? Wir hatten nämlich irgendwo schon so ein... Ach, das ist gar nicht... Die Seite noch gar nicht. Das ist hier. Wie viele Seiten hat denn unser Haus? Ein Haus hat doch normalerweise 4 Seiten. Das kam mir jetzt vor, als hätten wir schon 3 gemacht. Und das hat trotzdem noch 2 Seiten. Dann sind es ja 7 Seiten. Das ist seltsam. Nee, 7? Irgendwas dazwischen. Zwischen 5 und 7 irgendwas. Nee, 4 und 6. Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall wird es zu dunkel. Man sieht doch hier nichts mehr. Das wird zu dunkel und wir können gar nicht mehr sehr viel mehr bauen. Und das Ding aus Metall hier mit Wellblech davor, nicht unbedingt das hier schon eher, aber das haben wir jetzt schon so oft. Ja, dann denke ich, bauen wir so etwas daneben. Oh, das ist nicht so schön. Optisch nicht so gelungen. Obwohl, wenn wir noch so eins daneben setzen. Ja, wir müssen auf jeden Fall schlafen gehen. Da ist irgendwas vom Himmel gefallen, da hinten. Naja, vielleicht so einer dieser Vertibirds. Ich finde es gut, dass die stählerne Bruderschaft hier noch nicht so aufgetaucht ist. Ja, wir gehen erstmal schlafen und werden dann ausgeruht nochmal frisch ans Werk gehen. Und vielleicht bauen wir uns hier endlich mal ein vernünftiges Bett rein. Ein Doppelbett wäre schön. Kann man schon Doppelbetten bauen nach dem letzten Patch? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber eher nicht. Ein Doppelbett. Betten gibt es hier. Und schöne Betten gibt es hier. Das zweite zum Beispiel. Und sonst haben wir nur die üblichen Schlafsäcke. Ja, wenn wir das jetzt hier hinbauen, dann werden wir wahrscheinlich nie mehr da hinten in die Ecke kommen. Aber es stand vorher ein Doppelbett hier drin. Und jetzt passt keins mehr. Naja, dann warum eigentlich ein Doppelbett? Da, weil wir brauchen viel Platz zum Schlafen. Das ist doch zu wenig Platz hier. So ein kleines Bett. Ja, Moment. Wir bauen ja alles auf. Es muss ja kein Luxus sein. Es ist ja Luxus schon. Okay, dann kuscheln wir uns hier eben rein. Die Bettdecke fehlt, das Kissen fehlt. Moment mal, Kissen hatten wir irgendwann mal gefunden. Läuft aber unter Schrott. Ich glaube, das kann man noch nicht bauen. Oder kann man Kissen bauen? Haben wir irgendetwas Kissen-ähnliches? Bei den Betten war nichts. Vielleicht bei den Deko-Gegenständen. Wir können Statuen bauen. Okay, das sollten wir uns bei Tageslicht mal genauer ansehen. Nein, jetzt ich, das ist ein Springbrunnen. Den brauchen wir auf jeden Fall, den brauchen wir dringend. Und zwar ein in das Haus, in das neue und ein vielleicht... Nein, wir brauchen nur einen. Am Marktplatz brauchen wir einen Springbrunnen. Das zieht die Leute an und drumherum werden wir noch ein bisschen etwas zum Sitzen hinbauen. Einlagern? Nein. Wir wollen hier raus. Nein. Ach so, wir vertun uns da immer noch ab und zu. Schlafen gehen. Und zwar schlafen wir, wir sind ja Frühaufsteher, 7 Stunden sollten reichen. Dann können wir im Morgengrauen aufstehen. Ich hoffe, es regnet nicht. Und ja, das klappt ja doch besser, als ich dachte. Ich dachte spontan jetzt irgendwie anfangen mit den Baufolgen. Dann war eigentlich mehr geplant, eine Tour durch all die Städte zu machen. Und dann dachte ich, naja, wenn wir jetzt einmal dabei sind, Sanctuary Hills muss dann wenigstens ein vernünftiges Haus mal bekommen. Die Siedlerin ist zugewiesen. Es war doch eine Siedlerin hier, die noch nicht zugewiesen war. Das Gute ist allerdings, beim Bauen ist mir schon aufgefallen, Curry war immer jemand,
der gerne sich dort dann bewegt hat, wo wir gerade einen Teil platzieren wollten. Das macht sie jetzt gar nicht. Die Piper. Also wir müssen hier noch einmal um die Ecke. Das ist aber nicht das große Problem, denn wir haben ja Ecken hier. Das größere Problem ist die Zeit. Ich sehe auf die Zeit und die Zeit sagt mir, dass die Folge beinahe schon rum ist. Aber ich bin dafür, dass wir wenigstens hier noch dicht machen, diese Seite. Das werden wir in dieser Folge noch machen. Dann wird die Folge vielleicht etwas länger als geplant. Oh, das ist aber auch schön hier. Mit Jengels dem Mondaffen drauf hier. Auf dem Vorhang dort. Hatten wir so etwas nicht auch schon irgendwo? Ja, hier ist Jengels der Mondaffe schon. Man kann aber nicht so schön rausgucken. Hier kann man gut rausgucken. Aber nicht auf die Straße. Hier sollte vielleicht doch nochmal was anderes rein. Aber nun, jetzt haben wir das und das ist auch gut. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir hier jetzt... Oh nein. Ja doch, das passt. Man kann hier noch vorbei. Also ein Rollstuhlfahrer müsste hier schon aufpassen mit seinen Augen, dass er hier nicht reingerät und sich die Augen irgendwie ausstößt. Aber wir können nicht weiter... Nein, das geht so gar nicht. Das ist nicht behindertengerecht jetzt. Naja, aber ich habe nicht viele Rollstuhlfahrer hier gesehen im Commonwealth. Aber ich habe schon Leute ohne Beine gesehen hier. Ja, aber die haben nicht mehr viel gemacht. Ja, die haben nicht mehr viel gemacht. Ist eigentlich ziemlich fies. Naja, wir bauen hier auf jeden Fall noch ein Fenster rein. Und eine Ecke hier in die Ecke. Und die Rollstuhlfahrer bitte dann die andere Straßenseite benutzen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das alles nochmal umzubauen. Ha! Und hier wäre aber ein Fenster viel, viel schöner an der Seite noch, damit man so ein bisschen die Aussicht hat. Wieso haben wir hier so wenig Fenster? Weil wir vorhin dachten, dieses hier wäre eine ganz andere Seite als die, die es ist. Und dabei ist es so eine Seite. Ach, nach wie vor finde ich, das sieht seltsam aus. Warum kann man die Dinger hier so überbauen und hier unten drunter nicht? Naja, man kann schön noch irgendetwas drunter stellen. Das werden wir auch tun dann. Aber das wären dann hier diese Teile wahrscheinlich. Irgendwie kann man da noch was drunter stellen. So. Dann werden die auch nicht nass, wenn es mal regnet. Das ist ganz gut. Es regnet ja durchaus ab und zu mal. Hier, also ich bin dafür, dass hier ein paar mehr Fenster reinkommen. Denn man hat hier Aussicht auf das Gebüsch und auf die Berge dort ein bisschen. Und es macht gar nicht so viel Sinn, jetzt an der nächsten Seite, hier, an dieser Seite hier Fenster hinzubauen, macht gar nicht so viel Sinn. Finde ich. Obwohl, ja doch, hier müsste auch noch ein Fenster hin. Aber das ist ja auch die untere Etage. Also hier Fenster ist gut, hier müssen auf jeden Fall noch Fenster hin. Da guckt man auf das Haus. Was habe ich denn gerade geguckt von außen? Hier, und hier ist ein Fenster. Da ist ein Fenster. Ja, okay, die Fenster kann man ja nachher noch einsetzen, hoffe ich. Das kann man bei echten Häusern, glaube ich, nicht. Wenn man unten die tragende Wand rausnimmt, dann passiert irgendetwas, was man nicht so gerne hat, wenn einem das Haus selbst gehört und man nicht gut versichert ist. Und wir vergessen auch nicht zu atmen zwischendurch. Wir stellen jetzt hier so ein Fenster rein. Wir bauen so ein Fenster dort rein. Und hier kommt auch nochmal Aussicht auf die Berge. Wunderschön. Aber ich glaube, die schönste Aussicht wird man sowieso dann von oben später haben. Entschuldigung. Jetzt wäre ich fast erstickt. Okay, irgendetwas hat sich in meinem Hals. Ja, okay, wir müssen hier weitermachen an der Seite. Oh, das hört man sogar an der Stimme. Witzig. Ja, Entschuldigung nochmal. Das ist keine Absicht, dass ich mich hier so ins Mikrofon räuspere, aber... Ja, hier machen wir zu. Vorne, zack. Und dann muss hier aber auf jeden Fall eine Tür rein, damit man auch reinkommt hier. Oh ja. Oh, das ist doch so schnuggelig. Wunderbar. Ja, wunderbar. Dann werden wir aber hier
so flach wie da drüben weitergehen. Oder wir nehmen diese Teile weiter. Ja, das wäre gut. Gibt es die auch aus Holz? Aus Holz. Einmal aus Holz, bitte. Diese flachen, diese mittelflachen Teile. Ich finde gerade kein anderes Wort dafür. Ja, hier gibt es so etwas Ähnliches. Oder das hier. Man könnte sogar durchgucken. Und da unten könnte sogar jemand einen Brandsatz durchwerfen. Das ist wieder nicht so schön. Aber egal. Und hier kann man sogar etwas besser noch durchgucken. Und das passt. Mhm. Ja, es ist etwas luftig. Ich gebe es ja zu. Es ist etwas luftig, aber die untere Etage scheint soweit fertig zu sein. Wir müssen jetzt hier natürlich zusehen, dass wir hier so eine Art Halle draus bauen. Damit die Leute, die hier auf der Bühne dann nachher stehen, hoffentlich, damit die sich dann, ja, beim Runterspringen, Stage-Diving, dann nicht so verletzen, vor das Dach laufen, springen, meine ich. Ja, das werden wir in der nächsten Folge machen. Jetzt ist diese Folge definitiv zu Ende. Für eine Baufolge schon ziemlich lang. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, so viel wie ich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen nochmal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.